Das Video eines echten Außerirdischen wird am Mittwoch schon vor den Mitgliedern des US-Kongresses veröffentlicht werden. Ein Alien-Interview aus der berühmt-berüchtigten Area 51. So die derzeitigen Gerüchte zur anstehenden UAP-Anhörung. Wir werden uns heute anschauen, was denn genau dahinter steckt, hören die Aussagen eines ehemaligen Gouverneurskandidaten und die Worte des Mannes, der dieses Alien-Video herausgeschmuggelt habe. Und wir schauen uns natürlich diesen Außerirdischen an, der in wenigen Tagen schon der Welt präsentiert werden soll. Wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, der ein oder andere wird es schon mitbekommen haben, am kommenden Mittwoch wird es eine neue UFO-Anhörung im US-Kongress geben, mit dem Namen Unidentified Anomalous Phenomena Exposing the Truth, also UAP, die Wahrheit wird enthüllt. Mit dabei sind diesmal Dr. Timothy Gallaudet, also der ehemalige Admiral der US-Marine, von dem ich euch auch immer mal wieder berichtet habe. Luis Elizondo, der ehemalige Direktor des ATIP. Ein gewisser Michael Gold, der CGO von Redwire Corporation, also Auftragnehmer der Regierung. Und er ist tatsächlich auch ehemaliger stellvertretender Administrator bei der NASA. Und Michael Schellenberger, ein Journalist, von dem ich euch auch hier schon das ein oder andere Mal berichtet habe. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch wieder Tim Burchett unter den Vorsitzenden sein. Und dieser wird gleich noch eine enorm wichtige Rolle spielen, wenn es um die mögliche Veröffentlichung eines Alien-Videos geht. Doch dazu gleich mehr. Schauen wir erst einmal kurz rein, was uns denn am Mittwoch so alles erwarten könnte. So heißt es in einem kleinen Pressetext. Diese zweite Anhörung zum Thema Unidentified Anomalous Phenomena UAPs wird versuchen, mehr Licht auf die geheimen Forschungsprogramme der US-Regierung sowie die von ihnen hervorgebrachten, nicht offengelegten Erkenntnisse zu werfen. Die Zurückhaltung des Verteidigungsministeriums, dem Department of Defense, UAP-bezogenes Material ordnungsgemäß freizugeben, wird untersucht werden und es werden Möglichkeiten beleuchtet, um sicherzustellen, dass die amerikanische Öffentlichkeit besser über dieses Thema informiert wird. Nancy Mace, die Vorsitzende des Unterausschusses für Cybersicherheit, Informationstechnologie und Regierungsinnovation, und Glenn Grothman, der Vorsitzende des Unterausschusses für Innere Sicherheit, Grenzen und Auswärtige Angelegenheiten, sagten zudem: Dies ist unsere zweite Anhörung zu UAPs und das amerikanische Volk hat die Ausflüchte und die Weigerung der Bundesregierung, Informationen herauszugeben, satt. Die Amerikaner verdienen es zu verstehen, was die Regierung über die Sichtungen und die Art möglicher Bedrohungen, die diese Phänomene darstellen könnten, herausgefunden hat. Dieses Verständnis können wir nur durch ständige und systematische Transparenz gewährleisten. Wir freuen uns darauf, von Sachverständigen zu hören, wie wir mehr Licht ins Dunkel bringen und mehr Verantwortung für dieses Thema übernehmen können. Wir können davon ausgehen, dass wir auch schon bei der letzten Anhörung mit David Grush und Co. die Zeugen jeweils einzeln befragt werden, dann in einer Art Kreuzverhör den Vorsitzenden ihre jeweiligen Fragen beantworten. Geht es nach derzeitigen Gerüchten, könnte allerdings auch ein Video gezeigt werden. Ein Alien-Interview aus der Area 51, wie es heißt. An dieser Stelle aber noch einmal der Hinweis, bisher ist es ein absolut unbestätigtes Gerücht. Zwar gibt es da Hinweise, aber wir sollten damit trotzdem sehr, sehr vorsichtig sein. Schauen wir uns aber an, was denn überhaupt darauf hindeuten soll. Seit rund zwei Wochen taucht jemand wieder auf, der in den 1990er Jahren für so einigen Wirbel sorgte. Der ehemalige hochrangige Politiker John Stewart. Im Jahr 1997 veröffentlichte dieser das sogenannte Area 51 Alien Interview Video. Es wurde da relativ schnell als Hoax abgetan, stamme aus einer Hollywood-Billigproduktion, einer Mockumentary.
Stewart allerdings hält komplett dagegen. Es stamme tatsächlich von einem Militär aus der Area 51 mit dem Decknamen Victor, dessen Aussagen wir gleich auch noch hören werden. Diese Aufnahmen würden uns einen echten Alien zeigen. Stewart taucht nun immer wieder in verschiedenen TV-Formaten und diversen Podcasts auf, berichtet dort von seiner jahrelangen Recherche zu diesem Alien-Video. Er sei zu dem Schluss gekommen, dass es absolut authentisch sei. Das, was wir gleich sehen werden, sei ein echter Außerirdischer, der auf der Area 51 gefangen gehalten und untersucht werde. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Was das Ganze aber mit der anstehenden UFO-Anhörung oder UAP-Anhörung im US-Kongress zu tun hat, das verrät uns dann folgender Artikel. Dort heißt es nämlich: Der ehemalige Kongresskandidat John Stewart übergibt dem Kongress einen streng geheimen Alien-Film. In einer schockierenden Wendung der Ereignisse hat der ehemalige Gouverneurskandidat von Illinois und Kandidat für den US-Kongress John Stewart behauptet, einen streng geheimen Film zu besitzen, der eine jenseitige Begegnung mit einem außerirdischen biologischen Wesen zeigt. Stewart trat kürzlich in einer nicht veröffentlichten Show auf, in der er das mysteriöse Filmmaterial vorstellte und seine umfassende Untersuchung seiner Echtheit ausführlich darlegte. Laut Stewart zeigt das 1991 aufgenommene Video angeblich, wie ein Außerirdischer in der geheimen S2-Einrichtung von Angehörigen des US-Militärs verhört wird. Der Film, der seiner Meinung nach von der New York Times unterdrückt wurde, soll eine rätselhafte Kreatur mit ungewöhnlich bräunlicher Haut und runden Augen zeigen, der nicht der typischen Beschreibung grauer Außerirdischer entspricht, wie sie in der Populärkultur dargestellt werden. Stewarts Ermittlungen zu dem Film erstreckten sich über ganze 5 Jahre, in denen er an dem Vorfall beteiligte Personen aufspürte. Darunter ein Whistleblower namens Victor. Der Whistleblower behauptete, den Film aus der Area 51 geschmuggelt zu haben, was Stewart zu der Annahme veranlasste, dass die US-Regierung an der Vertuschung der Begegnung beteiligt war. Kürzlich übermittelte Stewart seine gesamten Ermittlungen dem Büro des Kongressabgeordneten Tim Burchett. Damit war er der erste Nicht-Regierungsbürger, der dem US-Kongress einen solchen Bericht über das angebliche außerirdische Phänomen vorlegte. Das Video bleibt umstritten. Skeptiker bezeichnen es als Scherz. Stewart beharrt jedoch darauf, dass der Film authentisch sei. Er verweist auf seltsame medizinische Terminologien und nicht identifizierte Agenturen, die im Filmmaterial erwähnt werden. In der kommenden Woche wird der US-Kongress voraussichtlich eine Anhörung abhalten, bei der Stewart und andere zivile Whistleblower über ihre Erfahrungen und Begegnungen aussagen werden. Wie wir seit gestern aber wissen, beschränkt sich die neue Anhörung, zumindest offiziell, nur auf die 4 Whistleblower und Insider, die ich euch am Anfang genannt habe. Also Elizondo, Burchett, ein gewisser Gold und Schellenberger. Aber es ist eben auch damit zu rechnen, dass auch wieder Tim Burchett dabei sein wird. Wie schon bei der letzten Anhörung. Also genau der Kongressabgeordnete, der das Alien-Video von Stewart erhalten haben soll. Und genau das ist es, was gerade die Gerüchte so mächtig anheizt. Es könne ebenfalls vor dem Ausschuss präsentiert werden. Aus der ersten Anhörung wissen wir ja, dass auch die Vorsitzenden über ihre Kenntnisse zu UFO-Vorfällen gesprochen haben, also nicht nur die geladenen Zeugen. Erinnern wir uns nur einmal an Matt Gaetz und Anna Paulina Luna, die über die Eglin Air Force Base und ihren Rauswurf dort gesprochen haben. Schauen wir nun aber genauer in dieses Alien-Interview rein. Die bekannteste Version zeigt uns zum einen die vermeintlichen Aufnahmen aus der Area 51 mitsamt des Aliens, andererseits ein Interview mit Victor, also dem Whistleblower, der das Video herausgeschmuggelt habe. Dort berichtet er uns, dass er den Außerirdischen auch mit eigenen Augen gesehen habe und noch sehr vieles mehr.
Ich habe es euch natürlich auf Deutsch übersetzt. Der Ton im Originalvideo ist dabei ein wenig hochgepitcht worden, um die Identität von Victor zu schützen. Zumindest ist das so meine Annahme. Also nicht wundern. Schauen wir also rein. I won't answer that. I have had reason to be present at Area 51. But I'm not going to clarify whether or not I was there as an employee. Are you saying you were there as a visitor? I'm not going to specify why or in what capacity I was there. Only that I was there. Can you tell us how many times you were there? When I agreed to this, my fundamental ground rule was that I would not be asked to divulge personal data that might help pinpoint my identity. If you continue to ask questions that are out of bounds, I won't hesitate to terminate this interview. Are you saying that the number of times you were present at Area 51 is enough to pinpoint your identity? Any specifics will narrow the field of suspects. Of course, I could lie. Let's say I've been there 47 times. Or anyway, more than once. Let's turn to the tape itself. The copy you've supplied is not the original tape. No. Was the original at Area 51 when you copied it? That's out of bounds. Is it fair to assume that the copying of tapes at Area 51 is heavily restricted? You can assume anything you like. I would say that's a fair assumption. That's obvious. I will say that this tape was copied under special circumstances. Otherwise, copying it would have been impossible. Can you be more specific? More specific? Okay, I'm sure they've figured this much out already. Recently, there was a wholesale transfer of video documentation from analog tape to digital disk storage. In a couple of instances, this allowed data to leak from a highest security system to a less high security system. Even so, this particular tape was the only... I think that's about all I'll say about that. Was there something about this particular clip that made it more accessible to be copied? Not necessarily, no. Was there something about the content that caused them to file it differently or give it special handling? This interview is terminated. The interview resumed only after a discussion of the ground rules. Have you personally seen the alien being that appears in the tape? Yes, I have. But I stress I was not necessarily present at the interview session that appears on the tape. I'm not going to be specific. I may have encountered the being at another time. What can you tell us about the alien interview we're about to see? This one is rather recent, very late in the series. The interview process has been ongoing since the being arrived, which was in 1989. Approximately twice a month, they sit it down for a session that generally lasts from 3 to 5 hours. If they try to go longer than that, or if they schedule the sessions more frequently, the being becomes unresponsive. There's a fair amount of infighting among the scientists from different disciplines to get their questions asked. What is the alien revealed? Various minor technical details of the saucers. The physicists and engineers are frankly frustrated. They feel the being is withholding information. Possibly concepts are getting lost because all the information has to come through a telepath. But also, it may be that the bulk of their scientific knowledge is just too advanced to be translated into our primitive conceptual framework. It's analogous to if a human scientist were to try to translate quantum mechanics into the grunts and screeches of a chimpanzee. It's not a very flattering comparison. Frankly, there's a high attrition rate for scientists in the program. You'd think they'd be energized by the challenge. But a lot of them take the ego deflation very hard when they find out not only how much they don't know, but how much they aren't even capable of understanding. Wie schon anfangs erwähnt, wird das Video von nicht wenigen als purer Fake bezeichnet. Genauso viele halten allerdings dagegen. Was wir wissen ist, dass es auch Teil einer Mockumentary war, also einer Doku, die nur so tut, als wäre sie echt. Und ich versuche hier wirklich ausgewogen darüber zu berichten, auch wenn ich da gewisse Zweifel hege. Wenn es aber tatsächlich so sein sollte, dass es Tim Burchett am kommenden Mittwoch präsentieren sollte, ja, dann wird es so für einiges an Aufsehen sorgen, egal ob es jetzt gefälscht ist oder eben nicht. Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Und ich persönlich glaube einfach nicht, dass sich dieses Gerücht bestätigen wird. Aber spätestens am Mittwoch werden wir es dann auch wissen.
Bis dahin schreibt mir gerne eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige kleine Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!